Naja. Das Problem ist, bei OBS habe ich nicht gewusst, oder jetzt nicht auf den ersten Blick offensichtlich etwas gesehen, wo ich sagen kann, dass ich mit der zweiten GPU das Video Hardware encoden wird. Also auf H264, also gegen, in Richtung MP4. Für das gibt es eine Hardware-Beschleunigung via GPU. Ist aber scheiße, wenn es natürlich die GPU ist, die ich zum Game-Render nutze. Ich habe extra eigentlich zwei. Beide nicht so top. Eine dafür recht stromsparend, wie man hier sieht. Das ist, die braucht glaube nur bis zu 65 Watt oder so, während die andere 350 oder so zieht. Und das reicht hier tipptopp, um eigentlich das Video in der meiner vollen Bildschirmauflösung noch aufzuzeichnen. Ich kann hier mal das vornehmen. Genau da ist jetzt noch ein Underspeed so. Also offiziell setze ich oder am optimalsten sollte ich Speed 1 sein, sozusagen. Ist jetzt noch nicht ganz, aber das kann dann auch wieder Speed aufnehmen. Ja. Man versucht jetzt einmal das Game zu starten und schaut dann einmal. Der Vorteil von 3 Fails zu machen ist natürlich, dass ich jetzt auch, keine Ahnung, so Essgeräusche oder so theoretisch auch rausschneiden kann. In meinem Audio von meinem Mikrofon, aber gleichzeitig das Game-Audio drinnen lachen. Ist jetzt bei dem Game vielleicht nicht so relevant. Ich habe die Musik ein bisschen runtergestellt. Ich werde auf meinen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, sowieso noch von meinem Handy Musik haben. Natürlich ist die Musik ein bisschen copyrighted und so, und von dem her könnte ich die sowieso nicht zusätzlich aufzeichnen. Darum, ich werde einfach ein mehr angenehmes Setup haben. Und sollte das jemals irgendjemand schauen wollen oder so, könnte ich das natürlich gleich machen und einfach separat seine eigene Musik hören. Und das vielleicht so als Entertainment drauf haben, so dass irgendetwas auf dem Bildschirm bewegt oder so. Wie auch immer. Jetzt vorher habe ich schon mal ein bisschen gespielt, in Anführungszeichen. Ich bin jetzt am gleichen Ort, wenn ich aufgehört habe. Das heisst, und ich werde jetzt das Gleiche machen wie vorher. Ich habe einfach ein paar Ressourcen gesammelt. Also ich habe jetzt nicht wirklich in der Testphase sozusagen, wenn ich jetzt noch mein Setup teste. Also ich habe ja die Aufzeichnung die erst vorher gestartet. Ich habe das Game auch so ein bisschen angefangen. Vor einem Jahr. Ich habe keine Ahnung mehr davon oder so. Ich habe seitdem eigentlich nicht mehr gespielt. Ich habe seitdem gar nicht mehr installiert gehabt. Ich habe jetzt mal wieder das ganze Setup mit Wine und so aufgebaut auf meinem Gentoo Desktop. Früher habe ich noch, ich glaube, Davis Ubuntu und so genutzt gehabt, oder ein Debian gehabt. Bin mir nicht mehr sicher, auf welchem ich das installiert habe. Auf jeden Fall, ich habe jetzt heute wieder damit angefangen. Ich habe jetzt ein Video aufgezeichnet, wo gar kein Audio dabei ist. Und das sollte jetzt sozusagen dann die Folge werden mit dem Audio. Ich mache jetzt aber mehr so eine Testfolge. Aber die Vorherige habe ich kurz verkackt und das File wieder gelöscht. Das Videofile haben wir. Wenn die Aufzeichnung erfolgreich ist, würde ich die auch auf YouTube aufladen. Allerdings ist das eben mehr so ein Testing. Ich werde jetzt nicht viel machen. Ich werde einfach ein bisschen in der Welt rumeiern, Zeug sammeln und vielleicht so ein bisschen hüpfen. Über das Lag kommentieren. Lag habe ich jetzt. Das habe ich schon vorher gehabt. Das ist, habe ich auch eine Art erwartet, dass das wieder auftauchen wird.
Es kann sein, dass es zusammenhängt mit dem Upload auf YouTube zum Beispiel, dass ich das gleichzeitig mache. Wäre halt ein bisschen optimaler, wenn ich das jetzt vielleicht auf einem anderen Gerät machen lassen würde. Also so. Aber wie gesagt, ich hätte es halt nicht vorzugamen, sonst werde ich das so Zeug am Laufen haben. Es ist jetzt halt echt, es ist so ein Test, im Testbereich, von dem her kommt es nicht so darauf an. Ja. Ich schaue jetzt mal, wie es geht. Wenn das Video ganz scheiße ist und wenn es abverhält ist, werde ich halt nochmal etwas probieren. Wenn es aber sozusagen funktioniert im Video. Oh nice, mein neuer Teleportationspunkt. Also, ich meine, wenn es im Video funktioniert, wenn das Video einigermaßen stimmig ist, mit dem Audio auch oder so, dann würde ich es einfach mal aufladen und ja, warum nicht, so in dieser Art. Wenn es jetzt aber eben scheiße ist, würde ich es löschen und weil ich jetzt möglichst auch nichts Wichtiges machen. Man kann jetzt schon den Anfang verpasst, das stimmt, aber ich denke, ich würde jetzt echt nichts Wichtiges machen, dass ich nicht noch mehr verpassen. Okay, dann kann ich schon. Naja. Aber ich habe keine Lust, Missionen zu verfolgen. Oder wollte das eigentlich auch für mich vermeiden. Sondern eigentlich nur hier Zuckerblümchen und so sammeln. Also es ist wirklich mehr so ein Chillstream. Ich bin selber ja nicht der grosse Let's Play-Schauer. Ich bin auch meistens eher jemand, der so, vielleicht so ein Podcast hört. Wenn ich aber irgendwie so ein Let's Play off habe, dann ist es so ein bisschen nebenbei gewesen. Bis jetzt nicht mehr an, dass das auch so ein die Art ist, wie Leute Let's Plays konsumieren. So ein nebendran. Man ist nicht immer voll aufmerksam dabei. Es ist einfach ein bisschen beruhigend. Oder es ist angenehm auch, während man sonst etwas macht, irgendwie, dass noch ein bisschen etwas so ein bisschen hintergrundmässig auf dem Bildschirm läuft. Ja, ich meine, es ist bei mir jetzt mehr experimentell, dass ich das mache. Aber vielleicht hat ja auch Bock, jemand das zu schauen. Also, vielleicht hat ja auch jemand Bock, das zu schauen. So. Oder eben weniger zu schauen, einfach dann nur abspielen zu lassen. So. Ich würde einfach, mein Charakter wird jetzt hier einfach ein bisschen in der Gegend rumeiern. Es wird jetzt aber nicht irgendwie storymässig etwas passieren. Ehrlich gesagt, in diesem Game passiert sowieso nicht so viel storymässig, habe ich mal das Gefühl. Es hat schon eine Story. Aber ich bin halt auch nicht so der Fan davon. Ich kann gerne eher so eine abstrakte, simple Story, wo irgendwie so klar ist, ah, das ist der Böse. Gegen den haben wir etwas. Den müssen wir jetzt irgendwie bekämpfen. Und einfach, aber all die Textziele, ehrlich gesagt, gehen mir ein bisschen am Arsch vorbei. Aber es hat eigentlich schon auch viele Stellen, wo eigentlich viel so Dialogtext und so wäre. Nur ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so gar nicht so gross relevant. Aber kann mich natürlich aber auch täuschen. Irgendein Fisch, man könnte mich da das kommen. Fisch, ja. Also. Das ist auch so ein Zutat, das man herstellt. Oder sie? Zucker ist aus Zuckerblumen. Rabiurze, okay. Krebsrücken, okay. Klingt lustig. Eher nicht so. Konfitüre. Okay, Konfitüre ist vielleicht gut. Also jetzt müssen wir noch Zuckerblumen suchen.
Mehl könnt ihr auch, aber ich glaube, Mehl ist auch einfach nur eine Zutat für die anderen Kochsachen. Das bringt allein jetzt nichts. Konfitüre könnte etwas bringen, vielleicht aber auch noch eine Zutat. Ja, ich denke, das sind eigentlich alles nur so Zutaten, wahrscheinlich. Mal schauen, mal schauen. Schinken, Wurst, Speck, Milch, okay. Sahne, mysteriöses Fleischprodukt. Interessant. Ich meine, man könnte aber so aus Jux ein Mehl zubereiten, wenn gar nicht, oder? Oi, oi. Aber kann ich da weggehen? Ich glaube, das ist kein Problem. Das Mehl ist eigentlich erst in einer Minute da. Etwa. Und jetzt habe ich wieder Lag. Das wirkt für mich aber wie ein allgemeines System-Lag. Weil ich meine, ich habe das Gefühl, der Ort, wo vorher das Lag aufgetaucht ist, das ist also deutlich weniger anfordernd als jetzt das. Wenn man jetzt denkt, von so vom Grafik her und so. Habe ich echt das Gefühl. Vermute ich mal. Also darum vermute ich, dass es echt mehr so Speicherexzess oder so ist. Wo ein bisschen bottleneckt und zu einem kleinen Lag für ja, gut ein bisschen, mehr oder weniger, je nachdem halt. Alter Finch. Zu atem dort hier, dort hier. Und noch jetzt gesucht. Okay. Also, er ist jetzt verschwunden. Interessant. Also, er ist jetzt so wie fast ein Geist gesehen. Oder so. Ah, da ist Fisch. Super. Leg wieder. Auch da, ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht irgendwie... Ja gut, da könnte es jetzt vielleicht sein, theoretisch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass im Allgemeinen... also wenn es etwas mit der Grafik zu hat oder so, wird es so bei speziell schlimme Sachen wie dem... also grafisch anfordernde Sachen, wo so Spikes werden von der Grafikanforderung her, legen. Aber es ist mehr so zwischendrin. Es ist ein bisschen komisch, aber ich habe das Gefühl, es ist eben nicht im Bereich von der Grafik, sondern eher halt eben Fehlaccess und so. Aber das, wenn ich ein paar schnappe oder so. Und dass es dann auch im Inventar hinzufügen muss. Speed ist 0.99, also fast 1 eigentlich. Wieder Lag. Ich könnte jetzt aber schon, das ist so eine 3-Bewegung gesehen, das könnte schon damit richtig Performance sein. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, wo man herkommt. So. Also da bin ich gesehen, aber ich bin auf der Rehre auf der anderen Seite. Wir sind jetzt schon mal eine Viertelstunde dran. Ah ja, jetzt zeigt es mir da etwas an. Also das Mehl ist schon mal genau erhalten. Ich
Verarbeitung vielleicht? Okay. Es ist jetzt also. Also ich glaube, das Zucker können wir schon mal herstellen. Okay. 2 Minuten. Okay. Das ist halt so, so eine Sache, das ist auch. Das macht, bringt sicher einfach nochmal auch die Komplexität hinzu, dass man nicht einfach so schnell, schnell ein Gericht machen kann, wo High Value ist sozusagen. Sondern das halt dauert. Ja, mal nehmen wir da. Genau. Fisch haben wir jetzt auch häufig. Da könnte man sogar. Wo ist das Fischding? Also wenn wir jetzt noch das Pfeffer machen könnten. Da könnte man dann einfach gerade Fischspieße machen. Nur, ich glaube, Pfeffer haben wir da nicht einmal. Also wir haben da nicht einmal die Möglichkeit, das zu machen. Ich kann sein, dass das dann später dazu kommt. Und den Pfeffer kann ich vielleicht irgendwo finden oder eben allenfalls in der Mundstadt kaufen. Von dem her, wir können hier mal schauen. Wir können einfach zurückparten. Da. Teleportieren. Okay. Jetzt habe ich gerade gemeldet gekriegt, dass mehr als 1000 Frames dupliziert worden sind. Liegt aber halt auch daran, dass auch mehr als 1000 Frames gelegt sind insgesamt. Ist jetzt nicht dramatisch, vor allem über die Zeit von einer Viertelstunde ist das an sich. Wenn es jetzt halt wie separat alles verteilt wäre, wäre das nicht so ein grosser Tag, aber ja, zwischen den haben wir jetzt halt schon noch die paar Metz. Die beiden Legs mit. Also können wir mal schauen, ob wir da Pfeffer geworden haben. Pfeffer. Automatisch. Pfeffer. Also. Kauflimit, Zucker, noch Pfeffer, Pfeffer, ja, scheint das so, dass wir auch noch irgendwie freischalten oder so. Kommt. Ich glaube, das sind Queste. Okay. Wir unterhalten mit den Jägern in Quellingen ein Vertragsverhältnis. Das heißt theoretisch kommen die da auch sicher jagen. Salatverkostung. Wer hat nicht Lust auf eine Salatverkostung? Leiglich. Tuna. Hey. Let me in. I want to get drunk. Bro. Katzenschwanz. Ein Katerschwanz. Scheint nicht betretbar zu sein. Tja. Wir leben halt gesund ohne Alkohol. Kein Liedermorden da. Aber duftendes Zedernholz. Das hat doch. Kompass. Dann mach ich hier aufs Gleiche. Vorbestimmung. Was?
kann ich, das sind doch so Bonus-Sachen, ja, so Bonus-Items geben. Zum Probieren. Was müsste ich denn zahlen, oder? Also wir werden auch so etwas kaufen müssen. Okay. Das sind so Leute, die man sich so Champions hat, die man sich kaufen kann. Und das ist auch der Trick, aber wenn man viel Geld ausgibt. Ständlich. Gebet. So, was so. So jetzt göttlicher Kurs. Das neueste Aktionsgebet. Göttliches Werk. Wir sind da verhört, warte, ich mache das mal. Also wir können jetzt so eine Waffe nehmen, wo... wo wir sozusagen so in die Richtung davon gehen wollen. Und wenn wir andere Waffen sozusagen, eben mit Glück, Waffen kriegen, dann kriegen wir einfach stattdessen solche Punkte gut geschrieben und es geht in die Richtung. Ja. Ja, Gebiete und so, da kann man irgendwie dafür solche Glücksspielmäßig auch wahrscheinlich schauen, dass man Items kriegt, die eben für so eine Waffe oder so gut wären. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das. Nicht wirklich nötig ist und vor allem einem wahrscheinlich eher dazu reinlocken sollte, so ein Pay-to-Win-mässig. Geld zu investieren, aber mutmaßlich. Ich bin auch gewarnt worden. Ich weiß auch, dass ich gewarnt worden bin, dass das bei dem Game, dass einem schnell viel Geld aus der Tasche gezogen werden könnte. Ich habe falsche Informationen natürlich sein. Ich glaube, irgendwie, was ich glaube, vom Tutorial her, weiss ich noch, ist mir irgendwie aus dieser Richtung von hinter dem gekommen. Aber ich glaube eher in diese Richtung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich natürlich immer irgendwie in die Richtung, wo ich jetzt laufe, gegangen. Das war auch so ein bisschen der Instinkt gewesen. Aber eigentlich könnte ich mal versuchen, ein bisschen die Gegenrichtung zu erkunden. Das ist eigentlich genau nicht dort, wo ich jetzt entlang laufe. Das sind zwar auch Windmaschen, das wäre aber nicht das Beste, vielleicht wäre Erde hier besser. Ich habe nicht explizit einen Erde-Champion. Oder ich weiß nicht mehr, ob es das gibt. Hopp, leg. Wir sind jetzt aber schon 25 Minuten dran. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein. Ich habe das Gefühl, das ist mir so schlecht, wenn es einem etwas hinzufügen will. Also, wenn wir jetzt das neue Item, den neuen Schleim oder so, dass einem sozusagen der
wenn es dann dazu rechnen will im Inventar. Hopp. Gut, über Klippen springen ist auch nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass das bei so Sachen Items hinzufügen oder so einen alten File Access gibt. Was zuerst gespeichert oder synchronisiert werden kann. Das kann auch mit der Netzwerkgeschwindigkeit zu tun haben. Dass sozusagen das zuerst sicher mit dem Remote-Server, man ist schon da verbunden. Wobei, aber du müsst eigentlich den Ping da oben. I'll keep this close. Also, der Ping da oben müsste der eigentlich irgendwie so spiken, wenn das wirklich das Problem wäre. Aber es könnte eben etwas in die Richtung sein, dass dann liegt. Weil ich habe jetzt das Gefühl, dass ich aber schon öfters so ein bisschen beobachtet habe, dass wenn ich irgendwie so ein neues Item auflese, dass es speziell oft oder verdächtig oft dann liegt. Währenddem, wenn ich irgendwie das mache, was ich da rundherum die Landschaft, wie ich alles rendern müsste und so, was vielleicht die Grafik anfordernd wäre, da ist jetzt nicht so das Problem. Und auch jetzt alleine hüpfen nicht unbedingt. Meistens kann ich das machen. Also es ist nicht so, dass... auffällig oft irgendwie der ein Problem hat. Das ist aber eine Art Figur. Ich weiß nicht, ob es die jetzt auch für sozusagen Mini-Leute gibt. Und die anderen sind eine Art Feuerfigur. Und die können sich aber sogar eine Art kombinieren. Wobei ich jetzt nur einen Feuereffekt auf mir. Also nicht irgendein spezielles etwas noch Artiges. Aber ich glaube, man kann so Sachen nicht kombinieren. Also da hätten wir jetzt mal erledigt, einfach mit ein bisschen rumklicken. Von dem her. Ah ja, warte. Nimmt die da noch Fässer zum Exploden? Voll vergessen. Das habe ich ja letztes Mal schon beobachtet, dass es da Explosivfässer gibt. Komm. Ah, die sind im immun dagegen. Also es bringt gar nichts dafür. Aber es ist noch ein rechte Falle, wenn man nicht, wie sagt man dem, darauf vorbereitet ist, dass man die Fässer anhält. Oder es kaputt machen hat. Falsch zielt. Okay.
sondern es ist vielleicht lieber ein Wassereffekt. Ich habe nicht so viel Ahnung, was die Effekte wirklich bringen, aber für irgendetwas wird es ja da sein. Jetzt haben wir das Zeug einfach kaputt machen. Ich kann draufbauen. Freeze! Ich will eine Person switchen, also den Charakter switchen. So. Bang! Ah, Wind scheint nicht Schaden zu machen, dem Feuerzeug oder Erdzeug. Dann habe ich vielleicht gerade den falschen Charakter gehabt. Außer, ich glaube, die Struktur könnte mehr so erdmäßig sein oder so. Das heisst, vielleicht schwingt dann gut gegen Erde und... Also ich glaube Eis ist sicher gut gegen Feuer. Oder vielleicht Wasser oder so, keine Ahnung. Keine Plan habe ich. Gut, es nimmt Ruhe. Das ist immer gut. Is this an answer from this world? Ah, Eis hätten wir noch, könnten wir noch nicht mitnehmen. Oben sind wir auch schon gesehen. Mal schauen, dass wir mal. Ja, das muss schon aktiviert sein. Aber wir könnten. Theoretisch könnte man mal den Weg dort auf und entlang laufen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt wirklich mal. Hier schnell noch Eisen sammeln. Und dann wirklich aktiv mal dort hinten drauf. Weil das ist auch ein Bereich, den ich erforschen kann. Den ich einfach noch gar nicht wirklich erforscht habe. Und zudem stimmt, was ich auch noch bedenken muss, ist, dass die Charaktere können verschiedene Levels haben oder haben verschiedene Levels. Ich glaube auch, eben, je mehr ich mit einem mache, desto höher wird das Level auch. Das heisst, ich müsste mir vielleicht überlegen, auch jetzt eher vielleicht mit meinen nicht so oft genutzten Charakteren zu leveln. Also respektive bei so Sachen zu suchen. So ein bisschen XP-Farmen könnte man sagen, wenn das da wirklich auch endlich funktioniert wie andere Games. Die Sau, wo ist sie? Ich glaube da hinten. Leg, kann man auch wieder mal noticen. Ich glaube, jetzt habe ich das letzte Timestamp nicht gemerkt. Auf jeden Fall, jetzt ist 34 Minuten 38. Wo? Leg. Im Raum steht. Jetzt können sie aber mit Grafik zu haben. Theoretisch einmal. Aber man muss sagen, die Grafikauslastung ist ja speziell hier auf der GPU, die aufzeichnet. Nicht besonders hoch. Also man aber vielleicht 30-40%. Und das wird sich eigentlich auch nicht ändern. Das höchstens, was sich ändern könnte, wäre natürlich auf der. Und die ist schon auf 66, aber die hat im Allgemeinen mehr Leistung. Halt. Ja. Wobei, Dedicated Memory ich habe vielleicht ein paar noch gesehen, aber ich habe das Gefühl, gut, also, nein, aber nicht. Ich meine jetzt.
die Game Files, die jetzt hier in der Memory wären, die werden jetzt schon drin. Also, während ich jetzt gerade im Game nichts mache, bleibt das trotzdem drin. Das sollte nicht einen Unterschied machen. Höchstens da könnte es ein bisschen spiken, wenn ich etwas mache, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es gross ist. Also, ich denke, für die Einstellung sollte die GPU schon ausreichend sein. Es wird eher mit dem Random File Access und so zu tun haben. Ich habe jetzt 7% aufgeladen zu YouTube. Aber es könnte noch etwa 10 Stunden gehen, bis das erste Recording auf YouTube da bin ich. Ich habe jetzt mal die Verification mit der Telefonnummer gemacht, damit ich Videos über eine Viertelstunde aufladen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, früher war das anders gewesen. Oder auch nicht. Wieder kurz Lag, 1 Minute 37, also etwa 3 Minuten später. Ich bin mir nicht ganz sicher. Früher war das, glaube ich, das grösste Ding gewesen. Oder, also, ich weiß nicht, es kann ja auch sein. Ich meine, also, ich glaube, so wirklich auch Leute, die von YouTube Geld gekriegt haben, also so eine Art Partner gewesen auch, schon gehört, dass die noch etwas Spezielles machen müssen, damit sie Videos über eine Stunde aufladen können. Oder ähnlich. Jetzt ist es aber nicht so. Ich meine, ich bin überhaupt kein YouTube-Partner, ja, eingestellt. Was ich aber machen müssen, damit ich jetzt das Video aufladen kann über eine Stunde, ist, ich musste meine Telefonnummer bestätigen und das hat alles gesehen. Und ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein grosses Hindernis wäre, wenn man sowieso seine Zahlungsinformationen an YouTube gibt. Also es muss früher auch eine andere Regel gewesen sein. Auf jeden Fall heute ist es so, im Prinzip jeder kann Videos über eine Stunde aufladen. Also ich meine, naja, aber man kann es nicht verifizieren. Aber das ist der, sagen wir mal, eher für obskure Sachen. Warum würde man das nicht machen? Ich meine, Google weiss sowieso, wer man ist, wenn man einen Google-Account dahinter hat. Und vor allem sie dann trotzdem nachher die ganze Zeit bloggen, dass man es machen muss. Also, eigentlich muss man es fast machen. Es ist mir so wie, ah, du kannst dich bei uns leicht registrieren. Das ist halt so ein bisschen, um die Leute auch anlocken. Weil man weiss einfach, je mehr sozusagen der Kunde machen muss, oder der Nutzer von der App, je mehr Klicks, je mehr Informationen, desto schneller, oder desto eher springt er einfach ab. Und es gibt halt so in der Masse, ist es halt wirklich so. Ich war wahrscheinlich auch einer von denen. Wenn man echt herkommt und sieht, jetzt muss ich noch da sagen, jetzt muss ich noch diese Info für suchen, dass man halt echt sagt, ja, nein, ist scheißegal. Das ist für mich nicht genügend Ertrag. Ich kann das nochmal mal so zum Test machen, weil ich habe keinen Bock mehr drauf. Oder? Ich glaube, da hinten ist so ein richtig fettes Lager von denen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hierher zu gehen. Ich könnte aber vielleicht von Valuable Stuff drin sein. Maybe not. Vielleicht das andere Mal. Ich fühle mich jetzt noch nicht so stark als Charakter. Ich bin nicht so gut oder so Expert, dass ich jetzt voll die Tricks drauf hätte oder so. Ich meine, ich könnte sie angreifen, aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht etwas für später, ja.
jetzt ist meine Stufe noch auf. Okay. Das ist halt schon fast schade, wenn man so einen Progress macht. Wenn man es nicht unbedingt real mag. Also wirklich. Ich glaube, man hat da mal noch irgendwie einen Erkundungsfortschritt gesehen. Ah ja. Jetzt sehen wir. Ich glaube, der ist viel noch viel tiefer gewesen. Ich könnte jetzt hier noch etwas weiter da entlang gehen im Prinzip. Was ist das? Das sind echt Tempel. Okay, ja. Ja, für das kriegt er auch noch Quests und so. Ich denke, ich gehe jetzt echt doch noch. Jetzt bin ich aber nicht sicher. Jetzt müssen wir schauen. Ah nein. Die Siedlung von denen ist irgendwie da. Man könnte echt weiter im Weg entlang gehen. Hätte ich auch das Gefühl gehabt. Kann ich jetzt einen Wegpunkt setzen? Ah, jetzt bin ich richtig. Ich glaube, man kann auch Wegpunkte machen, aber wenn es schon stimmt. Ah, da ist noch eine Kiste. Leg. 42, also jetzt schon 5 Minuten später oder so, glaube ich. Ah, die Vögel hätte ich klatschen können. Ich denke, es wird auch noch eine Challenge sein, mit das hier eine Art aufzuräumen. Ein Quest meine ich. Es wird auch eine Quest sein. Aufzumachen. Die gehen jagen und so. Und es könnte sein, dass das da hinten so der Tutorial-Anfang war. Sogar. Vom Bereich her. Is this an answer from this world? Aber doch schon einige von diesen Kälbern haben. Ich glaube, das ist im Sehen, genau. Das ist der Teleportation. Ja, das müsste im Tutorial am Anfang gesehen sein, dass man da entlang kommt. Oder ich glaube, direkt über den See halt. Fucking! Ich glaube, der Trick ist. Ich muss dann halt hier warten, bis sie wieder landet. Und die, die ich das letzte Mal gekriegt habe, die sind irgendwann dann wieder so ein bisschen gelandet. Ein neben der oder so. Sieht jetzt zwar nicht so aus. Und da konnte ich sie klopfen können. Ball Bullet. Sozusagen. Oder Vogelfleisch. Ist noch wertvoll. Also, es wird in ein Rezept aufgerufen. Die Dämmerfrucht ist aber auch nicht schlecht. Die geht auch ein bisschen HP, wenn man sie isst. Und man findet viel von denen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, all diese Strukturen, das sind so einzelne. Das heisst, hier unten, wenn ich da alles rundherum kaputt machen, wird die Kiste frei sein. Aber ich könnte auch theoretisch mit einem dorthin anfangen. Ich glaube, das hängt nicht zusammen. Und die sind ja, glaube ich, recht niedrige Stufen. Sound. Ah, kann sie. Ah, die dann blinkt noch Zucker, dann mal das aus. Dort, was dort am Boden liegt, würde mich auch interessieren.
Ui, ist dann hat dann eine Pflanze präpariert. Ja, so ist das. Ich kann noch schnell Zucker bleiben. Das ist ja nicht schlecht, zum Konfitüre und so machen. Weißt du? Ah, mit der könnte ich ja Vögel schiessen, ich glaube. Also, Ziele müssen wir natürlich auch kennen, aber das wär's ja. Opening a chest is like unwrapping a gift. Apfel. Ah, brennt's mir. Also Ressourcen, da ist schon fast so reichlich, könnte man sagen. Stufe 4. Ja, rauf noch drauf. Meitli. Ah. Nein, jetzt schon. Also die Barsche habe ich. Kann man da den Dachs nehmen? Hey! Den Saufen kann ich kennen, gib mir. Oh, Error Number. Der Teil der Verzeichnis gefunden. Hopp. Leg. Jetzt setzen wir. Ich weiß nicht, wenn man das auf der Aufzeichnung sieht, ein Error Number. Ich glaube, das kommt aber von Wine. Hoffen wir es mal. Wäre blöd, wenn es vom YouTube abläuft oder so kommt. Jetzt hat es aber irgendwie einen speziellen Lag. Ich könnte schon mit dem Fehler zu haben. Und fuck! Kann sein, dass ich die gar nicht erreichen kann. Also ich meine, ich könnte natürlich da versuchen, über den Fels, es liegt immer noch halt, irgendwie, über den Fels runterzusegeln, so in die Richtung von der Kiste. Aber ist halt, also bis vor dem Lag hat es halt das so ausgesehen, als ob das keine Sache wäre, bis dorthin zu kommen mit meiner Energie. Und jetzt ist es gerade ziemlich schlimm, was soll ich sagen. Gut, da unten wird auch, wie sagen wir dem, randaliert von diesen Vandalen und so. Das könnte natürlich auch wieder mit zusammenhängen. Ja, das ist jetzt blöd natürlich so über die Klippe, wenn man eigentlich einen. Fuck. Vom Game ist noch off. What the fuck? Was ist das jetzt? Ehrlich, ich meine, das Game, ich höre es nur im Hintergrund. Das ist so etwas doofes. Und 100% da unten hat es irgendwie eine Kassliste. Wenn ich jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund, warum auch nicht,
Also, wegen Mechanik, aber es wird mir irgendwie nicht das Ganze anzeigen, aus irgendeinem Grund. Prefer System im Kick Mechanik, also. Game Options 8. Ich sehe, kann ich abschalten müssen, aber weil ich muss zuerst einen Reboot machen. Ja, vielleicht so etwas, das ausschalten. Das auch, vielleicht. War vielleicht etwas, keine Ahnung. Das mit dem Virtual Desktop ist eh einfach nicht so geil. Also ich hätte es lieber, wenn jetzt da. Weißt du, was ich vorher gestartet habe? Nein, also ich sag so, ich hätte es lieber, wenn ich jetzt jedes Fenster irgendwie separat hätte. Alles, was da läuft. Ist mir lieber, aber das ist mir auch mit dem Browser lieber. Also ich habe auch mit dem Browser so, dass jeder Tab ein separates Fenster ist eigentlich. Theoretisch könnte ich noch. Ich höre noch die rumgehacken, Mann. Es ist echt fertig. Vor allem, es checkt nicht einmal, dass es noch am Laufen ist. So, Gottverdammt. Okay, es ist dran, wenigstens. Also, wo bin ich gewesen? Also, wir sind jetzt in der festen Stunde. Jawohl. Genau, ich kann es mit dem Browser so, dass ich eigentlich für jeden Tab ein Fenster habe, aber ich lasse auch alles laufen. In der Regel ist es bei Browsers so, dass du verschiedene, oder ich nutze Qt Web Engine. Das ist eigentlich so ein. Es ist so eine Umhüllung sozusagen von Chromium. Und eigentlich jetzt das Konzept, dass die Tabs gefreezed werden, die nicht aktiv sind. Das heisst, aktiv wird nur der Tab, wo du drauf bist. Mehr oder weniger. Aktiv ausgeführt. Die anderen Tabs. Wir gehen in so eine Art Sleep Mode. Natürlich, eben, wenn ich Upload aktiver ist oder so, die werden nicht einfach gekillt. So. Aber sie gehen mehr so in eine Art so ein in die Richtung so ein Free Sleep Mode, wo, wenn man nicht so viel machen muss, wird der Tab nicht wirklich gross aktiv gehalten. Es wird sozusagen für das RAM von dem Tab. Das wird schon noch behalten, aber es wird nicht mehr gross dort gerechnet, ob dort an dem Tab, wo man gerechnet. Und da gibt es natürlich ganz tote Tabs sozusagen im Google Chrome oder im Firefox. Das ist in der Regel so, wenn man den Browser killt und wieder auftut, dann sind gewisse Tabs gar nicht geladen, sondern es ist eigentlich nur noch die Information, dass du mal den Tab offen gehabt hast. Aber wenn du wieder auf den Tab gehst, musst du wieder die ganze Webseite abladen. Und bei mir habe ich so, die toten Tabs, die ich sonst so hart gesammelt habe, sind bei mir jetzt halt einfach Lesezeichen, respektive ein Textzeile, ein URL-Zeile in einer Liste. Und jeder Tab, den ich offen habe, ist ein einzelnes Fenster. Das heisst, ich kann sie super in meinem Window Manager kann ich die Fenster verteilen, wie ich will. In der Regel brauche ich als Browser-Fenster für etwas. Also ich habe zum Beispiel WhatsApp offen und wollte ich das WhatsApp nutzen können, um dort zu chatten. Vielleicht habe ich in dem, ich sage jetzt, ich habe es auf dem 4, also auf der Nummer 4. Also wenn ich das 4 drücke, gehe ich dort her. Auf dem 4 habe ich WhatsApp. Und dann einfach die File Explorer oder die Sachen, die dazugehören, wo ich vielleicht Files reinziehen will. Die sind auch auf dem 4. Und
Da ich aber sowieso so ein bisschen Web-App oder also das war so ein bisschen wie ein Programm gesehen. Das habe ich zurzeit gar nicht den Freeze-Mode. Also jedes Fenster, jede Browser-Instanz, die bei mir läuft, ist eine volle Instanz, die, auch wenn sie nicht fokussiert ist, voll läuft. Ich könnte auch noch einbauen, so einen Freeze-Mode. Also, dass der aktiviert wird, der ist schon in der Engine drin. Er müsste aktiviert werden. Ich könnte ihn vielleicht auch so machen, dass ich ihn manuell aktivieren kann. Aber zurzeit versuche ich einfach, mich auch sowieso dazu zu zwingen, dass ich möglichst wenig Browser-Tabs oder in dem Fall auch Fenster offen habe. Ich tue eigentlich nur eins auf, wenn ich wirklich muss und möglichst schnell wieder zu. Aber ja, das ist auch so. Weil ich, sobald ich anfange, Tabs horten davon, sozusagen, hat es auch kein Sandy mehr. Das ist das Problem. Ja, aber ich beende jetzt einmal die Aufnahme. Und Q funktioniert nicht.